Hallo, hallo, hallo. Willkommen zurück. Leider bin ich heute echt spät dran. Ich habe mich nämlich zu Hause ausgesperrt, weil ich ein Idiot bin. So. Aber ich wollte heute einen Fan bauen. So. Wir müssen ein paar Monster kloppen für Eisen. Okay, das wird jetzt ein bisschen dauern. Ich habe viel zu viele Items. Oh, wir können ab 1, 2, 3, 4... So. Können wir die hier oben nämlich rein? Oh. So. Wow, wieso bin ich denn slain by Zombie? Okay. Das war dumm.
Oh. Die Frage, ob es einfacher ist, nochmal eine Mobfarm unten zu bauen. Okay, ich habe 5. Okay, 3er Abstand. So, dann haben wir jetzt davon ganz viel. Wir brauchen noch Andesit. So, was wollte ich denn jetzt machen? Ah. Sollte mir doch noch ein Millstone.
Millstones. So. Verdammt, das waren zu wenige. So. Ja, das dauert dann jetzt wohl ein bisschen. Aber mit dem Fan könnten wir... Schade. So. Noch ein. Okay, dann haben wir es auch durch. Aha, super. Oh. Better smelting. Okay, was brauchen wir denn noch? War das die Gearbox? Ja. Was? Ah. Mist, jetzt brauche ich Holz.
Gott, oh Gott, oh Gott. Tada, dann haben wir das auch. Ah, Dreier Abstand, okay. So. Oh. Okay. Hallo Gustkra. Gustkra. Ja, soweit geht's gut, ja. Danke. Und dir? So, was wollte ich? Ah, eine Gearbox. Noch zwei. Oh. Wie kriegen wir denn das jetzt hin? Der soll nicht saugen, der soll boosten. Oh. Das jetzt? Ja. Okay.
Okay, nice. Oh. So sollten wir dann ja erstmal ordentlich was bekommen. Jetzt ist die Frage. Oh. Was können wir denn damit machen? Casting Sand? Iridium Compacting Dripstone. Nabend. Bis jetzt habe ich keine Idee, ob wir das dann machen werden, aber ich glaube, der Staat wird da schnellstmöglich hintersteigen, ob wir unsere Sandsteuer bezahlt haben oder nicht. Nabend erstmal. So. Ja. Ich bin heute leider so spät dran, weil ich mich ausgesperrt habe. Hehe. Und wie weit hast du schon gespielt?
Auch overstressed. Einen könnten wir noch hier hinbauen. Hey! Ich habe auch eine Kurbel. Habe ich auch da hinten. Und da ist keine Schande dran, wenn man eine Kurbel hat. So, dann bauen wir jetzt mal eine Plattform. Ups. Oh.
haben wir noch Dirt. 1, 5. Oh. Nice. Und da in der Ecke sollten wir jetzt ordentlich Eisen rausbekommen. Was können wir hiermit eigentlich machen? Flint Knife, Flint and Steel und Arrows. Compacting. Okay. Gravel? Nee. Nee. Gott. Das kann jetzt ein bisschen dauern. Aber das kann man zu Soul Sand machen. Mit Blue Flames. Nice. Oh.
Verdammt. Ach, weil das immer zwei sind, okay. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So. Okay, ich habe anscheinend ein paar verloren.
Ah, ich muss noch neue Sticks holen. Oh. Frag mich, ob wir in dem jetzigen Biom, wo wir sind, eine Chance haben, überhaupt Mobs zu spawnen. Alter Schwede, dauert das. Aber sonst gibt es keine bessere Methode, Dirt zu bekommen. Oh, hier ist noch eins.
Gott, oh Gott, wir haben viel zu viel. Okay. Wir brauchen 3 Eisen. 4 so gesehen. Nice. Holy. Okay. So. Ah, oh, ich hätte eine normale Crank bauen müssen. Uppala. Thank you.
nicht hier hin, sondern... hier hin. So, dann sind wir jetzt hier zumindest erstmal bei der Insel Groß dran. Und sind vor unbeabsichtigten Pfeil geschützt. Super. So, da geht's weiter. So, was braucht man denn für einen Shoot? Was kann man damit machen? Ah. Oh, auch interessant. Okay. Nice.
Gott, oh Gott, oh Gott. Wie bekommt man ein Egg? Wie bekommt man das hier? Suspicious Sand. Smooth Sandstone muss... Oh. Sand. Dann versuchen wir doch mal ein Sniffer-Egg zu bekommen. Mit dem Sniffer sollten wir eigentlich dann ein paar mehr Sachen bekommen. Ah. Dann gibt es hier eine 10%ige Chance, oder so. Das ist natürlich nur ein bisschen was. Yay, Clay. So, wie viel Suspicious Sand kriegen wir denn jetzt hier raus? Oh, schon zwei?
So. Hoffentlich haben wir eine Chance, ein Sniffer-Egg zu bekommen, und wir bekommen Clay. Sieht schon nice aus, aber okay. Was brauchen wir dafür? Wie kriegt man denn? Oh, okay. Wow, ein. Okay. Okay, viel Erfolg. Okay.
So. Mist, ein zu wenig. Ja, das glaube ich. Oh. Cool. Das funktioniert auch. So, create.
Gott. Was zur Hölle? Ist das wahnsinnig? Dann verbessern wir mal unsere Mob-Farm. Oh, Swift Sneak. Okay. Ich bin gerade echt hart am Überlegen, wie ich das mit dem Create richtig hinkriege, mit dem... ich wollte das mit den Shoots machen.
So, das wird jetzt noch eben. Oh. Verdammt. Wow. Okay. Ah, schon wieder nicht.
Kann ich den hier irgendwie bekommen? Ach so. So. So, ich bin am Überlegen, ob ich noch eine zweite Mob-Farm baue, aber dann hier direkt drunter. So, ich wollte mal eben was gucken. Und zwar im Singleplayer, ob man da einfach Pech hat, weil ich die mit dem, wie heißt es gleich noch, dass ich die Welt mit dem Singleplayer-Schiff genommen habe. Oh, ich hätte die Geologieinsel nehmen müssen. Okay.
So, ich will nochmal. Okay, dann. Testen wir mal eben. Slash Game Rule. Leertaste Doom Mob Griefing und dann False. Aber das müsstest du eigentlich mit Tab durchdrücken können. Oh ja, funktioniert. Sauber. Ich habe mir nämlich hier Claims runtergeladen. Aber das ist sonst. Du, Game Rule, du Mob. Nee, was? Oder nur Mob Griefing? Ja, Mob Griefing und dann auf False. So.
So, mal gucken, wie viel wir da rausbekommen. Oha. Okay, das ist ein bisschen was. Oh, zwei Stück. Wie geil ist das denn? Nice. Oh, vier Stück. Funnel. Okay. Dann machen wir ein bisschen Bone Meal.
So. So, und ich wollte gleich noch eben die ganzen Sonnenblumen verbraten. Und dann... gucken, ob ich ein paar Blumen bekomme. Oh Gott, habe ich viel. Kann ich die... Nee. Schade.
So. Oh. So. Das dauert immer so ewig, da kriegt man ja Krämpfe in den Fingern. Nice.
Gott, geht das tief. Okay, bis 64. Okay, super. Ja, aber das beste Ergebnis bekommt man wohl bei minus 64. Oh. Mist. So.
Also mit dem, wenn man das hier so niedrig baut. Gott, machen die komische Geräusche. Also, wenn man die Mobfarm ganz weit hier unten baut, sorgt das dafür, dass man halt besseren Spawn hat, weil das halt ganz niedrig ist. Und man kriegt auch... Ja. Und ja, das Beste, um einen Tunnel nach unten zu bauen, ist ein Lavaturm zu bauen, den man dann mit Wasser umrandet. Und ja, aber den müssen wir nochmal setzen. I'm doing fine and you, but if you want to sell me something for the stream, I'm not interested. Ja, genau sowas in der Idee. Suns Pro, I don't think I can say that. Noch Lava da? Ja. Kein Spawn. Ja. Also das Beste ist eigentlich das. Die Technik für einen Monster-Spawn. So. Die Lava läuft jetzt noch unten und ich hoffe, die connected. Ah, doch, das sieht so aus.
Ja, reicht ja völlig aus. Ich wollte nur noch eine bauen, falls man noch mehr von den anderen Sachen irgendwie braucht. Und die Knochen braucht man ja. So. Nochmal schlafen. Oh. Lol. So, mal gucken, ob wir Leim bekommen.
Oh, Green Dye. Ja. Cool, damit können wir ein bisschen was Geiles bauen. So, haben wir White, yo. Nice. Leimkusche. So, und jetzt bekommen wir... Ich dachte... Oh. So, wir platzieren die Lava. Dann fließt die hier nach und nach runter. Dann am Ende sieht es so aus. Und dann machen wir eine Seite einen Dropdown Tower. Und die andere Seite wird dann ein Wasserfahrstuhl mit Kelp. Und dafür haben wir jetzt die Sniffer, damit wir nach und nach irgendwann mal Kelp bekommen. Und hier unten, sobald das unten angekommen ist, werden wir eine neue Mob-Farm bauen. Also die so gesehen upgraden und da können wir dann nach und nach noch Plattformen oben drauf bauen. So. Das könnte wirklich sein. Aber jetzt haben wir ja unsere Cobblestone Farm, womit wir das hier eigentlich besser hinbekommen sollten.
Ja. Was meinst du mit Spawn? Also, wenn du das die Slabs auf halber Höhe baust, spawnen keine Mobs, deswegen habe ich das jetzt hier überall gemacht. Aber da oben muss das natürlich eine volle Fläche sein. Dann sollte es eigentlich passen. Und du musst mindestens 28 Blöcke davon weg sein. Oh Gott. Moin. Was geht bei dir? Oh. Das ist natürlich schön. Ja. Habe ich mir auch viel Mühe mitgegeben.
Aber ich muss die erstmal so halb abschalten. Weil da viel zu viel Stein produziert worden ist. Gibt es ein Market? Nee. Aber geplant ist dann die Tage, die Bohrer nochmal umzustellen, so dass da na, funktioniert das super. Oh Gott. So. Hier wird viel zu viel hergestellt. Ja, aber ich habe nur einen Block Lava, deswegen. Du bist ein Genie. Aber dafür brauchen wir erstmal einen Blazeburner. Also, dafür brauchen wir Granit, das kriegen wir relativ einfach hin. Aber den Blazeburner. Okay.
Aha. So. Deployer. Oh Gott. Race Sheet, Brace, Zink und Copper. Oh Gott. Ja, dachte ich mir auch. Damit Drip Show. So, was wollte ich eigentlich machen? Ah, hier.
Hilfe. Ich weiß auch, was ich noch machen muss. Oh, okay. Ja, ich setz dann drumherum welche, ne? Und dann von den Extrudern in den, ach, wie heißt er gleich noch? In die Millstones rein, nehme ich an. Wofür kann man das denn verwenden? Mm.
Nice. Wow, ein Sapling ausgebuddelt. Nice. Ja, ich werde jetzt für heute Feierabend machen. Und ja, dann gucken wir mal morgen, wie es hier weitergeht. Aber wir sind ja gut weit gekommen. Also Sniffer und... Ja, okay, wir sind nicht so weit gekommen. Das war nur ein bisschen was. Ja, aber... Gucken wir mal morgen weiter und... Sehen wir nach, was wir hier noch so machen können. Ich denke mal, dann werde ich noch eine Farm bauen. Irgendwie. Ich weiß aber noch nicht genau wie. Ja. Ja, dann noch einen schönen Abend, gute Nacht und dann gucken wir mal morgen weiter. Also haut rein, macht's gut und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss und auf Wiedersehen.